Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich habe das Spiel immer noch nicht schnell gestartet. Der Punkt ist immer noch da. Fuck. Aber wir sollen ein paar spartanische Soldaten killen. Hitzen's auf, gäbe. Hier im Tempel ist echt nichts. Oh, da ist was. Das war das Ding, was wir schon mal gesehen hatten, glaube ich. Und da. Hä? In dem Punkt. Und irgendwo im Wasser. Scheinbar. Ah, soll mal recht sein, solange der uns nicht im Weg ist. Ich. Hallo, Lever. Komm, geh noch mal rein. Was hast du hier zu? Zack. Blut. Und da so. Ich kann auch treten, Junge. Ich bin auch Spartaner. Noch ein Löwe. Noch ein Löwe. Zack. Zack. Hallo Ziegen. Muss ich auch noch zu dem Typen zurück oder wie? Oh. Nervig. Noch zu dem Typen zurück. Ja. Ah, jump mal. Hui. Boah, ich bin so froh, dass das Spiel nicht wie bei Modern Warfare ist. Dass man nur aktive Missionen. Abarbeitet. Modern Warfare ist echt so extreme Spielstreckung. Dass du wirklich nicht alles auf einmal levelst, beziehungsweise Mission machst, sondern wirklich immer nur ausgewählte Sachen. Und das ist extrem nervig. Du hast dann, sag ich mal, 30, 40, 50 Aufträge in deiner Liste da drin und die bestehen jeweils mindestens aus 4 bis 12 Aufgaben, ne? Ey, bist du stundenlang mit deinem Auftrag beschäftigt und das mal da ist, Spielzeitstreckung vom Feinsten. Sind sie alle tot? Ich habe sie erledigt. Jeden einzelnen. Danke. Danke für alles. Ja, bitte. Bitte. Es ist nicht viel. Aber nimm es. Ich mache keine halben Sachen. Geld, yay. So, gut. Dann haben wir hier jetzt soweit alles ready. Wir haben hinten noch ich die Kalkkosten wollen. Ansonsten sind wir durch. Ausnahme. Da haben wir fast Athen fertig. Wir haben noch das ganze Stück hier vor uns. Puh. Na gut, und Athen haben wir selber auch noch ein gutes Stück zu erledigen. Ich will jetzt diese Pflanze da oben drauf. Warum, Kassandra? Warum? Ich will da lang. Ich will hier hin. Kletterst du in eine komplett andere Richtung ein? Ich habe mich ansatzweise in die Richtung gelenkt. Geil, fertig, ich laufe dir sogar schon ein bisschen entgegen. So. Lauf mal, Pferd. Da bin ich jetzt mal gespannt, was du so zustande bringst. Achtung, Ziegen! Ich weiß, dass ich einen Fähigkeitspunkt habe. Spiel. Tja, oh mein Gott, da ist jemand mit dem Pferd. Bei allen Göttern, wie kann der nur? Üben sie echt manchmal ein bisschen komisch. Oh, hier war auch schon gewesen, ja. Nochmal Athena Boys. Mach doch die Augen auf! Und du die Augen auf. Trab, 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 trab. Ich mach mal für längst mischen. Okay, ich greif mal ein. Komm schon. The fuck?
Heftig, sie ist über einen kleinen Stein gesprungen. Sie ist so krass. So. Gut, haben wir das. Und noch hier ein paar. Noch eine Mission zum Abgeben. Und drauf. Schauen wir mal. Ich halte den Banditen aus. Achso. Nebenaufgabe. Löwe. Okay, jetzt kommst du an. Noch einer, okay. Junge! Okay. Was wollt ihr von mir? Natürlich trifft er mich, aber ich ihn nicht. So. Zack. Ja. So, wir müssen den Tod bestätigen. So, haben wir die Quest dann abgeschlossen. Schauen wir. Gut, ja, gucken wir uns das Lager noch an hier, ne? Oh, den Level abbekommen, nice. Haben wir hilflose Katze, Katze sag ich schon, haben wir hilflose Ziege assassiniert. Ja, ah, öffne dich. Er ist in dem Bereich hier nicht. Hm. Das ist ein Fisch. Akos ist hier. Nö, ist einfach gar nichts mehr. Okay. Haben wir hier noch einen Anführer? Wir haben hier auch noch nicht in dem Start eine Schlacht geführt. Boah, die Stadt ist ja befestigt. What the fuck? Dann ist hier irgendwo das Schlachtfeld wohl und das haben wir noch nicht gesehen und den schon mehrmals untergehauen haben. Ach, ich verstehe. So, Erfahrungspunkte haben wir noch. Könnte ich zwar jetzt irgendwelchen Scheiß ausgeben, aber wir können hier jetzt einfach fahren. Und vier Fähigkeiten. Das geben wir, wenn wir sie dann skillen können. Ist für mich sinnvoller. So, Athena Jungs, ich bin wieder da. Oh, da oben ist er. Jo, wie hoch haben die das Ding gebaut? Aber siehst du eigentlich auch, wie wenig wert im Leben früher war. Und wer das da hochgeschleppt hat, Junge, tut mir leid. So hart leid. Das ist ja richtiger. Hallo, ne? Hallo. Oh. Ups. So, ihr Kollege. Genau das hatte der auch. Oh ne, doch nicht. Dem war ging's ein bisschen besser, glaube ich. Sir, ich muss ihm was melden. Die Kollegen da hinten, die sind alle so umgekippt. So, zack. Oh, sie auch. Verdammt, was ist hier los? Ich stelle mir alle wie die Fliegen. So, dann schauen wir mal. Was machen wir da? Warte, der Athena-Anführer läuft hier einfach ganz gechillt einfach rum.
Hi. Darf dich nicht töten? Nicht töten? Ich kann ihn nicht treffen. Junge. Ich kann ihn nicht treffen. Komm her. Okay. Dieser Athena Boy ist untouchable. Warum, warum? Dieser Athena Boy ist untouchable. So, haben wir hier noch eine Aufgabe? So. Dann viel Spaß gegen die Wand laufen. Ach, da hier war doch noch eine Kiste. In den Bronzebrustschutz. Oh, toll. So typisch klassisch. Lauf, kleiner Athena-Anführer. Ich nicht töten darf. Wahrscheinlich habe ich irgendwas noch mit der Quest mit ihm zu tun. Ganz logische Erklärung für mich. Kopfgeld für Banditen. Dann wieder. Dann Kopfgeld für einen Athena-Soldaten. Okay. Auf dem Pfad. Schalt Athena-Typ aus und wir mit dem Philosophen. Erstmal machen wir die Aufgabe. Erstmal Nord. Dann wieder hoch. Und eine coole Synchro und spreche mit dem Typen. Oh cool, ihr habt Fußbilder. Ganz in ganz Athen gibt es echt keine fucking Kiste. Außer halt an den Punkt, an den Fragezeichenordner. Kann doch nicht wahr sein. Hm. Was denn hier Schönes? Eine Webstuhle. Und darf man trotzdem hier drin nicht sein? Ja. Niemand darf mich entdecken. Böse Webstuhl. Ist nicht. Zack. Und zack. So Leute, die Webstube ist wieder freigegeben. Ist aber noch ein Miet. Netterweise. Hi. Was cooles für mich. Ach, ein bisschen Material für mich. Cool. Dann sag ich mal her damit. Schön. Schön. Danke auch. So, dann haben wir hier den Ort noch. Dann gehen wir hoch. So, wir machen das Ding, das da. Und hier müssen wir ein paar Typen ausschalten. Das sollte schnell gemacht sein. Die haben echt, selbst in dem Abendviertel haben die hier Bronzestatuen und so weiter stehen. Ich frag mich gerade. Haben sie diese Bronzestatuen früher, waren die massiv oder waren die hohl? Ich glaube, die waren hohl, ne? Ich glaube, die haben Bleche gegossen aus Bronze und haben die dann geformt, ne? Da wären wir. Ja, ich wollte gerade sagen, haben wir eh noch den meinen Blinden, ne? Dem müssen wir auch noch was zeigen. Ich habe schon gedacht, dass hier ein Punkt ist.
Ach Mann. Zack, zack. Autsch. Hops, hops. Oh. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen. Noch, na, ihr wisst schon. Nochmal. Du Olivenzweig, du. So, bitte weggehen. Ja. Auf jeden Fall nur Einbildung. Manche Leute sind einfach nur dämlich. Ne? Gut, so, dann würde ich sagen, gehen wir direkt hier hoch. Haben sogar zwei Sachen sprich. Surfen und synchronisieren den Punkt, okay. Und den Vogel als nächsten. Als nächstes Ziel. Der Surf folgt danach. Arthur von Athen. Arthur von Athena. Sie. Und wenn wir noch eine Kiste nicht schaffen. Hier ist schon eine coole Stadt. Ich bediene mich einfach mal, ne? Jungs. Immer so frei, ne? Sicherlich nichts dagegen. Ihr habt so viel. Oh, warte, es sind doch freie Kisten hier. Ui. Ist nicht ortgebunden, die Kiste hier. Ich. Vor allem habe ich hier noch meine Ruhe. Das ist krass. Ganz in Ruhe. Down. Ach, da. So, aber hier war noch irgendwas blockt gerade. Ach, ist da, okay. Was denn da? Noch eine Kiste. Ups, ach. Ja, die haut mich. So, lauf. Los. Sag ich doch Schluss. Wollte das doch gar nicht. Weil er hat mich dazu gezwungen. So, dann schauen wir mal eben ob hier. Ist doch eine Kiste. Also wir finden die ganze Zeit keine Kisten. Und jetzt sind hier 50.000 Trillionen Kisten. What the fuck? Warum sind hier so viele Kisten? Welche Fragen noch? Hat er gesagt, die Athen hat keine Kisten. Athen denkt sich so, wir finden jetzt mal richtig hart rein und zeigen es ihm. Warum wirst du schon wieder am Klettern, Cassandra? Warum? Wär's befohlen? Nein. Was war das schon? Ich war schon was. Ah, da haben wir die, übrigens die Statue. Mich hier mal, ich bin hier hin, hoffentlich. Warum? Oh. Jetzt haben sie es erst recht auf mich abgesehen. Hab ich mir auch gerade gedacht. Die berühmte Akropolis. Ein Zeugnis menschlicher Kreativität und Handwerkskunst. Wenn du das hast. Sie dort sagte. Hallo. Genau, hier ist wieder eine Kiste gewesen, die ich nicht gesehen habe. Oh Junge, ich darf mich echt nicht mal umgucken. Na, geh du mal da gucken.
9. Ja. Ja, da drüber? Nö. Da nicht. Ja, warum auch immer. So, noch irgendwo Kisten. Da unten war noch eine, ne? Also Leute, die haben auch einen Sack in den. Ich äußere mich jetzt dazu nicht, zu diesem Kletterverhalten. Das ist noch tiefer. Gerne, da will ich noch nicht versaufen. Gerne machen. Ich gebe den Seelen einen Auftrag, irgendjemanden zu töten oder so. Ich bin wegen des Auftrags von der Tafel hier. Worum geht es? Meine Familie besitzt Reichtümer. Ansehen. Ich war Soldat. Mhm. Ich kenne Ruhm und Sieg. Okay. Nichts davon erfüllte mich. Oh. Nun werde ich als Philosoph auf die Suche gehen. Man braucht Zeit, um seinen Platz in der Welt zu finden. Tu, was du tun musst. Vielleicht bist du die eigentliche Philosophin. Ich werde die Stadt verlassen und wandern. Ich muss ein Schreiben senden, sagen, dass ich fortgehe. Aber wem? Meinem alten Befehlshaber oder meinem besten Freund, einem Händler? Und ich soll sie dem Händler übergeben? Nun, ja. Dann fragte mich dann dein Befehlshaber. Es klingt so, als wollten die erst Entscheidungsfreiheiten einfügen. Dann so, ich, das ist eigentlich totaler Bullshit, also haben es rausgenommen. Und die Dialoge nicht angepasst. Göttin des Krieges und der Weisheit, ich frage dich, erfreut es dich dann? Ach Mann, ey, Jungs, ich will doch nur hier hoch. Wir müssen hier die Antenna-Statue hochklettern. Oh, ein Loser. Was haben sie schon drei Leute hier? Synchronisation von Athen. Ein Papyrus. Hier steht, er wurde von Themistokles geschrieben. Okay. Dem Athener Feldherrn. Questgegenstände. Ah, für den Typen, glaube ich, für den Blinden, obwohl ich das auch nicht verstehe. Geld. Aber. Oh, oh ne. Ein Level noch weiter hoch. Gerade keine Lust dazu. Will sie ja gerade wieder runterkriegen. So, dann bringen wir mal die schlechte Nachricht. So, ach ja, die Kiste haben wir noch da irgendwo. Ja, ist mal hier. Haben wir noch Athen zirkeln. Ein Gefängnis, oh. Das ist, glaube ich, das erste richtig erste Gefängnis zu sehen.
Hi. Das ist für dich. Danke. Hier, das ist für dich, Söldling. Das ging aber schnell. Das Gefängnis, was haben wir denn da? Typen und Kisten. Das war's. Kisten, Kisten. Ich habe die Kiste nicht gesehen. Ich bin hier gar nicht durch, oder? Nee, bin ich gar nicht. Die haben mich beklaut. Brenne. Helft mir doch mal. Vorsichtig vorgehen. Bist du das? Man weiß, wo sehr wohl ich war, ne? Wie hast du mich jetzt gesehen? Natürlich, und die kommt jetzt auch noch an, natürlich. Ist klar. Der? Nicht einfach. Macht deiner Vogel. Guckst du gar nicht ernsthaft ins Wasser? Ist der vielleicht ins Wasser gefallen? Bestimmt. Bin ich ins Wasser gefallen? Ist da noch einer aufgetaucht? Ach ja, mal. Das. Ja, wenn ich mal ein bisschen schneller arbeiten würde. Dann wäre das alles viel leichter. Herzlich willkommen, du erinnerst mich an jemanden. Den mochte ich nicht. Schön, dich zu sehen. Ja, ja. Vielleicht habt ihr schon eine. So, ich werde gejagt. Gut. Machen wir die noch, oder wie? Machen wir erstmal hier in die Orte. Machen wir erstmal hier in die Orte kommen. Also hier als erstes hin. So ein bisschen Abstand zu den Typen haben. Ein paar Hüter aus der gesamten griechischen Welt. Warte. Kaum zu glauben, dass die Stadt von einem spartanischen Heer belagert wird. Wenn du noch einen Schritt näher kommst, hast du ein Recht. Hä? Bin hier schon wieder.
Und dann hier Reisen an der Bucht, Hilfe, die Konkurrenz uns. Abgeld für einen Politiker, auch das ist ganz nett eigentlich schon, die auch noch. Der Politiker ist bestimmt ganz in der Nähe. Der Politiker. Weiter entfernt als. Ach, den Tempel haben wir schon gemacht. Was ist hier so? Nix sein. Ist aus der Sandführung. Ja. So, dann raus. Die sehen ja mal alle gleich aus. Nicht, ja. Zack und. Ein Schild wegrollt. Blick nur ein Schild. Zack. Schätze. Will ich Schätze. Die Reichtümer. Da ist einer, da ist einer, da ist einer. Und nur der guckt ihn an. Der guckt zu mir. Zum Bullshit. Ah, er geht durch. Ja. Ich weiß, dass sie gerne rüberspringt. Pfeile. So. Sneaky, sneaky, sneaky. Komm. Wissen die ihre. Du hast hier nichts zu suchen. Ja, ich würde gerne danke. Weiß ich nicht. Aber was? Habe ich schon eine Einbildung. Junge. So. Erledigt. Und noch mit. Ach, mit Stehlen, ne? Können wir gut. So, dann haben wir hier in der Ecke noch ein Ding und dann haben wir hier noch ein bisschen was. Ach ja, dann da noch. Ah, gut, dann haben wir das. Machen wir das jetzt noch. Das machen wir in der nächsten Folge alles wahrscheinlich dann. Und dann haben wir dann noch eine Folge mit dem ganzen Kaderadatsch wahrscheinlich. Also. Nicht mehr allzu lang. Machen wir das Gebiet fertig. Man ist echt viel beschäftigt. Sehr viel. Aurore, die ins Nichts gehen. Cool. Auch noch ein kleines. Achso, das ist kaputt. Bin wahrscheinlich ein bisschen mehr Soldaten. Ich jetzt auf interpretieren. Noch nicht, der geht einfach weg. Okay. Was sind denn Befehlshaber? Okay. Oh,
Noch jemand. Hab ich gesehen. Zack und zack. So. Was? Ich glaube nicht, ne? Krüge, Krüge und noch mehr Krüge. Ja. So ein Krugladen hier. Aha. Gut, damit haben wir es in der nächsten Folge wieder. Dann ja, machen wir hier halt weiter, wie gesagt. Mit dem Händler sprechen und sagen, na gehen wir, machen wir hier weiter. Und so eine Politiker, die beiden Punkte, Politiker, die Punkte, den machen und dann die hier machen, dann fertig sein mit dem Bereich und dann noch die zwei Bereiche machen. Yay. Das auch nicht viel sein wird, denke ich mal. Und dann eben auch fertig. Den kompletten Kontinent hier, die ganzen Inseln fertig. Dann haben wir hier schon ein bisschen was von dem Kontinent ja auch gemacht, ne? Von daher, hier haben wir auch schon zwei Regionen fertig. Wir haben ein bisschen angeguckt, die Region. Ach, hier haben wir noch ein Tier, stimmt. Und ja, wir mal. Gut, also haut rein. Ciao, ciao. Some days I can't get out of my head. That's just the dark side of me. Some nights it's hard for me to fall asleep. That's just the dark side of me. If you ever, ever call my name, you will find out that we're both the same. When the lights go out, I need to know. Are you afraid of the dark? I'm not afraid of the dark. I am not afraid, I am not afraid. Sick of the oppression and all the hate. Money and the power, social rank. Lot of pride now, not enough loyalty. Had to change my life for the better things. Had to boss up and overcome adversity. I put my brother in position. I know someday see the vision. Tryna clone me, thinking I don't see them. They take subliminal shots.